Hallo Kinder! Hättet ihr nicht auch gerne ein Haustier? Ich finde ja die Meerschweinchen sehr nett. Aber ich glaube, die sind nicht das Richtige für mich. Meerschweinchen kommen ursprünglich aus Südamerika und leben von Natur aus in Gruppen. Sie reinigen sich gegenseitig das Fell, wärmen und beschützen einander. Deswegen darf man ein Meerschweinchen niemals einzeln halten, dann fühlt es sich einsam und gestresst. Vielleicht wäre sowieso ein praktisches Tier besser. Eins, das irgendetwas Besonderes kann. Zum Beispiel etwas ausgraben, was andere gar nicht finden können. Einen Schatz. Oder so etwas Ähnliches wie einen Schatz. Wertvolle Trüffelpilze. Der Trüffel ist der teuerste Speisepilz der Welt. Er wächst als Knolle unter der Erde. Die besten Trüffelsucher sind übrigens Schweine. Manchmal werden aber auch Hunde eingesetzt. Und auf Sardinien sogar Ziegen. Trüffel passen zu vielen Speisen. Zu Pasta, Pizza und auch Pommes. Ich glaube, ich mag lieber doch kein Tier, das mir hinterherlaufen kann. Ich mag lieber ein ganz ruhiges Tier. Vielleicht einen Fisch? Nein, die lieber nicht. Lieber ein Wassertier ohne scharfe Zähne. Ein Wal. Auf den ersten Blick könnte man denken, Wale sind Fische. Aber sie gehören zu den Meeressäugetieren. Sie atmen wie der Mensch mit Lungen. Fische hingegen atmen mit Kiemen. Außerdem legen Wale nicht wie Fische Eier, sondern bringen ihre Jungen lebendig zur Welt. Okay, der ist ein bisschen groß. Der passt nicht in die Badewanne der Parkers. Außerdem könnte ich ja auch ein Tier aufnehmen, das Hilfe braucht. So einen Eisbären zum Beispiel. Eisbären sind die größten an Land lebenden Raubtiere. Allerdings gelten sie als gefährdet. Wenn als Folge des Klimawandels das Meereis in der Arktis schmilzt, kann es sogar sein, dass es irgendwann gar keine Eisbären mehr gibt. Deshalb rettet die Eisbären. Naja, aber der braucht ja Eis und Schnee. Und ich kann ihn ja schlecht in unseren Kühlschrank stecken. Und mein absolutes Lieblingstier kriege ich ja sowieso nicht. Der Triceratops ist übrigens einer der bekanntesten und am besten erforschten Dinosaurier. Dabei wurde von ihm noch nie ein komplettes Skelett gefunden. Und Angst muss man vor ihm auch nicht haben. Er war nämlich ein Pflanzenfresser. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, welches Haustier zu mir passt. Schließlich ist so ein Haustier ja eine große Verantwortung. Und bis ich mich entschieden habe, gehen wir einfach in den Streichelzoo. Tschüss, bis bald!